Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadow of the Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich habe mich ein bisschen bewegt. Ja, ich weiß, weil ich hier raus wollte und die Animation etwas Zeit kostet. Und ich habe es herausgefunden, und zwar du musst hier an die Kante springen, damit du hier rauskommst. Ohne Video hätte ich das nicht gesehen, weil ich es ja einmal schon versucht habe und da schon gescheitert bin. Aber anscheinend ist das alles. Mit allem meine ich wirklich, das ist alles. Aber anscheinend musst du dann noch irgendeinen anderen. Ich hätte einen weiter hoch müssen. Fuck. Das ist sehr simpel. Man muss es bloß wissen, weil wenn ich hier springe, passiert gar nichts. So, das heißt, ich muss wirklich an dieser Kante springen. Alter. Level Design done right. Überhaupt keine Probleme, die ein Spieler haben könnte bei solchen Sachen. In der dunklen Höhle mit Licht, was einen blendet, das kann man nicht übersehen. Das ist Ironie, by the way. Ich kann diesen Sprung immer noch nicht. Ich bin einfach zu inkompetent dafür. Ich glaube, ich muss erst Leertaste und dann C. Und dann. Vielleicht auch in die richtige Richtung. Erst Leertaste und dann C drücken, damit ich diesen Körper mache. Und by the way, ich habe herausgefunden, dass es einen Fotomodus gibt. Wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Nein. Ich werde einfach so durchschwimmen. Wie du ertrinkst dabei. Ne? So einfach geht das. Aber ey, ich glaube echt, dass man die Luft extrem lange anhalten kann. So, wir haben es geschafft hier wieder raus. Ja, super. Jetzt würde ich halt mit der Hauptstory weitermachen. Weil da ist dann nur die Frage, wohin? Ich sehe. Ja, haben wir auf jeden Fall was für den Nahkampf gebracht. Ich glaube, dadurch kann ich jetzt diese kannibalenabartigen, abartigen Viecher, die da im Untergrund lauern und uns vermutlich auch gleich wieder umbringen wollen, auch treffen, weil sonst konnte ich sie ja nie treffen. Ich glaube, jetzt geht das. So, jetzt schwinge ich hier mal am Seil entlang. Schön mit Sandalen, weil Safety first. Wow. Das war knapp. Ja, das kann man so unterschreiben. Das war wirklich knapp. Aber zur Not stürzen wir ins Wasser, ne? Gar kein Problem. Muss ich mich da abseilen? Vermutlich. Schön durchs Wasser. Mal. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Was mache ich denn da? Hallo? Kannst du bitte eine Droge nehmen? Danke. Ah, so besser. So, jetzt geht's weiter. Nein, nicht springen. Hallo. Ernsthaft, ey, dieses Spiel macht mich manchmal kirre. Das ist nur der Wind gewesen. Nur der Wind. Nur der Wind. Hier gibt's nichts zu hören oder zu sehen. Gehen Sie weiter. So, ich komme, kletter hier weiter durch. Ist das immer noch hell, ey? Aber hey, ne, ich klette mich hier weiter mitten durchs
Durch die Trümmer. Bis wir dann irgendwann angekommen sind. Oh, was zum Lesen. Bester Ort dafür, damit jeder das Wissen mitbekommt und die Geschichte. Hören wir mal rein, was uns die Statue mitteilen möchte. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Ja, das macht ein bisschen Sinn, wenn man direkt neben so einem Wasserfall ist. Oder so ein Starkstrom. Da ist das Wasser, glaube ich, ein bisschen. Ja, ich glaube, man würde sterben. Aber ich glaube, man hätte Spaß dabei. Jedenfalls, wenn man es nicht so ernst nimmt. Aber jetzt darf ich hier mitten durch so eine Höhle krabbeln. Super. Naja, doch nicht. Nicht so, wie ich gedacht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Bitte was? Ich kann kaum den Boden sehen. Falls es überhaupt einen gibt. Echt? Du siehst den Boden nicht? Also ich sehe den. Nicht die beste Wortwahl hier gewesen, finde ich, mit ich kann kaum den Boden sehen. Also ich sehe den schon. So tief ist der nicht. Ich meine, man wird sich vermutlich verletzen beim Runterspringen, aber so tief ist der trotzdem nicht. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Das heißt, es ist überhaupt, überhaupt nicht gefährlich, hier durchzukommen. Kappa. So Höhlen, die durch unterirdische Flüsse entstehen, gibt es zwar viele, aber es sind auch nicht die sichersten, besonders wenn hier noch überall Wasser ist. Muss man halt aufpassen. Aber machen wir mal kaputt. Was könnte schon passieren? Ach, einstürzen. Ach, was? Boah, wie viele Leichen hier wieder liegen. Woher kommen die alle her? Das ist ja insane. Mehr Tote als Lebende hier. Da oben ist eine Schnitzerei. Nice. Da ist eine Schnitzerei. Die holen wir uns. Jetzt hier weiter. Ja, falsch. Oh, wunderbar. Bisschen an der Decke längs. So, und dann schwingen wir uns. Ich mag das Spiel nicht. Warum falle ich da jetzt runter? Also, ich hätte ja literally kaum anders springen. Ich war ja mit dem Seil da schon drauf, ey. Ah, nicht gut genug geschwungen. Nicht gut genug geschwungen. Dass ich das und den Fall aber überlebt habe, ne? Schon ein bisschen lächerlich, ne? So, dann nochmal, dann ein bisschen mehr, bis ich gegen die Wände klatsche. Geht doch. So, damit würden wir das Tor hier öffnen. Dahinter muss irgendetwas sein. Eine Frage habe ich bloß, warum ist hier... Oh, das ist nicht gut. Überhaupt nicht. Die Frage ist bloß, warum ist hier jetzt der Eingang? Also warum, wer macht da denn die Tür auf? Wisst ihr, was ich meine? So, wer macht da die Tür auf für die anderen? Also warum machst du das Schloss und die Öffnung auf der anderen Seite?
Ich meine, sollte man es nicht auf der Innenseite machen, um etwas zu beschützen? Hey. Oh. Die uralte Weste aus Holz. Wolfsleder. Okay, und wie komme ich jetzt hier raus? Ja, ich hoffe, ich bin hier nicht falsch. Weil ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, fuck, ich bin in eine Krypta gegangen. Was? Hier hätte ich gar nicht hin sollen. So verstehe ich das jetzt jedenfalls. Dann gehen wir dann mal so. Oder? Vielleicht bin ich ja doch richtig. Keine Ahnung. Ich werde es ja sehen irgendwann. Hallo meine Skelettfreunde. So, dann gehen wir mal weiter. Schwimmen, 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 schwimmen. Ah. Interessant. Ich weiß mal, wann höre ich mich an wie so ein Minecraft-NPC. Weil wir haben es rausgeschafft. Was Spiel? Ich ziehe meinen Controller nicht nach links oder rechts. Und dabei spiele ich mit einer Maus. You know what I mean. Alter, mein Hals ist immer noch am Arsch, ey. Ja, ich war ja eine Zeit lang krank, aber jetzt ist alles wieder ein bisschen besser. So, wie komme ich hier denn raus? Vermutlich hier runter. Oh, noch mehr zum Lernen. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Hey, Inzest ist Winzest anscheinend, ne? So, anscheinend muss ich ja hier rüber. Weil auf der anderen Seite war nur die Krypta. So. Dann gehen wir weiter und kraxeln uns hier an dem Felsvorsprung entlang. Easy. In der Sekunde, wo sie gerade geklippt ist, hätte sie runterfallen müssen. So sehe ich das jedenfalls. Ich, by the way, ich hoffe, ich bin nicht zu leise oder das Spiel ist zu laut. Verbale Scheiße. Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Okay. Unsere Verbündeten kommen irgendwann. Andere Seite? Andere Seite. Ja,
Alter, krass, ey. Das sind Muskeln, die man dafür braucht. Die Rebellion lebt. Jetzt hier nochmal den Forum-Modus austesten. Sieht doch unglaublich schön aus. Findet ihr nicht? Ich habe die Tasten alle komplett vergessen, by the way. Ja, P-Screenshot. Das heißt, ich kann den hier machen und dann so einen Screenshot machen. Interessant. Aber auch nicht so relevant. Bleibt einfach mal stehen und genießen die Landschaft. Denn, wie ich das hier so richtig sehe, ist das hier unser Fluchtweg. Also hier zu leben wäre auch schön. Würde ich mal meinen. Wenn man mal, wie gesagt, abnimmt von den ganzen Viechern, die einen hier umbringen möchten. Aber ja, weiter geht's. Genug geschillt. Die hat das natürlich überhaupt nicht mitgekriegt. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Es sei jetzt nichts zu tun, ne? Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Etzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Also, das war's mit dem Gespräch. Ist das nicht das Trinity-Symbol, was auf Laras Arsch und hier vorne drauf ist? Aber hey, who am I to judge? Hören wir uns erstmal das hier nochmal an. Natürlich ist ein Bericht in... Die Herrscherfamilie dient inzwischen nur noch als Symbol, während in Wahrheit wir die Stadt kontrollieren. Dass wir ihr weiterhin eine Position scheinbarer Macht zugestehen, hat zwei Gründe. Einerseits können wir uns so auf unsere Suche nach der Schatulle konzentrieren und andererseits beschwichtigt es die Einheimischen, die jeglicher Veränderung mit Ablehnung begegnen. Also für mich sehr misplaced hier. Ich meine, was macht so ein Bericht von Trinity im Gefängnis mit einer Gefangenen? Und ganz, dann brechen wir mal ganz normal aus, indem wir einfach die Wand zerstören. Ist normal einfach.
Ist immer. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Ezli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Ezli. Traue deinem Instinkt. Das konnten die noch gar nicht entdecken. Warum muss ich jetzt wieder einen anderen Weg nehmen? Einfach nicht fair. Egal, hier werde ich die Folge beenden und man sieht sich dann morgen in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao ciao und haut rein.